Chugga-Roth wäre besiegt, Leute. Doch nach wie vor gibt es viel optionales Zeugs zu erledigen hier in Dragon Quest 8. Und den Anfang macht erstmal dieses Monster. Das brauche ich nämlich dringend für mein Monster-Team. Ihr seht ja auf der Karte, wo man es bekommt. Das ist mir aber ziemlich wichtig. Denn das hier hält ein bisschen mehr aus, kann aber auch heilen. Und dementsprechend ist Octavius Maximus natürlich sehr interessant. Den krallen wir uns jetzt. Naja, mal sehen, wie stark der Typ überhaupt ist. Ich denke, es dürfte sich in Grenzen halten, oder? Naja, packen wir trotzdem mal das Fokus-Tamporin aus. Kann ja nicht schaden. Und dann hauen wir einfach mal kräftig drauf, wie es sich eben gehört. Mal sehen. Wie robust sind wir dann, ha? Huh? Lass mal sehen. Ja, den schluckt er noch, aber ich glaube nicht mehr, dass er den Falken gibt, schluckt, oder doch? Na gut. Aber er war sowieso perplex. Das heißt, jetzt ist dann auch gut genug, ha? Huh? Nochmal. Bitteschön. Also, das war es auch schon ganz leicht, aber der hier ist wohl noch ziemlich, ziemlich gut. Und dementsprechend schnappen wir uns jetzt, genau. Sehr gut. Octurion heißt er auch. Perfekt. Dann wäre das schon mal erledigt. Aber ich glaube, Rang X machen wir später nochmal. Jetzt gilt es erstmal noch ein paar Locations abzusuchen. Und ich glaube, den Anfang macht erstmal Fairbury. Wir sollen ja immer noch diese komischen Kugeln finden. Und dafür müssen wir zu den Orten, wo die Weisen gestorben sind, ursprünglich mal. Es dürfte viele verbrannte Hütten und was weiß ich was geben auf dieser Welt. Ziemlich krass. Ah ja, auf der Karte sieht man sowieso. Leuchtet da auch gleich irgendwas? Ah? Ja, hier ist auf jeden Fall was. Eine Kugel leuchtet auf dem Boden vor Chris. Chris nimmt die purpurne Kugel und steckt sie in den Beutel. Gut. Aber ich glaube, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir können nämlich, glaube ich, noch etwas triggern. Und dafür müssen wir Calder Rusher mal wieder einen Besuch abstatten. Ja, wo wohnte der Typ jetzt noch gleich? Ist schon sehr lange her. Das war ja ganz zu Beginn. Irgendwo da hinten war es, oder? Bin ich da noch richtig? War das nicht hier? Liegt hier eigentlich? Da pennt einfach mal jemand so. Hallo? Nichts mehr zu trinken. Okay. Ach, der hat wahrscheinlich nachts zu, oder? Oder war das jetzt doch das falsche Haus? Moment. Gibt aber auch keine andere Seite. Dann probiere ich es einfach tags. Wow, okay. Wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte gerade sagen, dann probiere ich es eben tagsüber. Und schwuppdiwupp, da wird es auf einmal Tag. Mensch, na sowas aber auch. Das war ja ein perfektes Timing. Sehr gut, wir können das Haus betreten. Dann reden wir doch mal mit Calder Rusher. Nach so langer Zeit. So, you're back, are you? And not just to say hello to your old friend Calder Rusher, I see. Very well. For you, I will clear the mists for free. But you are watching. The great Calder Rusher's usual fee is... Astrological! So, what hides in the mists of my crystal ball today? Let me see. Yes, yes, they are clearing now. And what is this? Master? Hmm? Do you think perhaps you could teach me some magic soon? Not this again, Dalmagus. You are not yet ready, as I've said many times before. What about your chores? Have you finished clearing up outside? No, not yet. Well, don't just stand there. Get on with it. Sorry, Master. There's still something missing. But what? I'm so close now. So very close.
How many years has it been now? How many years spent scrubbing floors and dusting shelves? Is this truly what it is to be a sage's apprentice? He hasn't taught me a thing. What little magic I do know, I've had to teach myself. If such piffling parlor tricks can even be called magic. How am I ever going to master real spells when my every waking minute is taken up with mind-numbing chores? What's this about? A legendary scepter? Sealed away in Castle Trudaine? That's it. That's the answer. If I only had that scepter, I could wield any magic I wanted. Dulmagus, what are you doing? Master, I have warned you about reading my grimoires without prior permission, have I not? They are not for your eyes. You still have to grasp even the most basic principles of magic use. And yet you cannot even follow that one simple rule. Bah, I'd be better off with a dog as an apprentice. At least it would obey me. Where are you going? Dulmagus, come back here! To be allowed to entertain you, Your Majesty. I have prepared some tricks for your amusement. Very good. Most impressive. Yes, most impressive indeed. You will stay here at the castle tonight. I insist, as a reward for that remarkable show. You are too kind, Your Majesty. Is that you, Dulmagus? Where have you been all this time? Anyway, I owe you an apology.
I should not have spoken to you the way I did. Your failings as an apprentice are mine as a master. But enough about that. I have great news. After years of experimentation and research, my elixir is all but complete. When you drink it, it will awaken the latent magical potential that lies within you, Dulmagus. And with a little hard work, you will at last be able to weave the potent enchantments you have always dreamt of. Dulmagus, what's happened to you? Where did you get that scepter? Oh no, you haven't. Such a pity. Such a pity. Such a pity. Such a pity. So, now we know how it happened. What a terrible end for poor Rylos. Had I only known what a fiend that jester was, I would never have let him cross the threshold. But Rylos was a careless master, I must say. One must be in touch with one's servant's needs and moods. It's little wonder he met such a sticky end. There is nothing more to see in my crystal ball today. Go! When next you come, the great Calderasha will tell for you another fortune, though maybe not for free. Tja, das war doch mal interessant und völlig optional. Hat man etwas über Dulmagus gelernt? Naja, Rylos wirkte ja wirklich ein wenig nachlässig zu Beginn, muss man sagen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei diesem Dominico. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, jetzt weiß ich den Namen leider nicht mehr von dem Schüler bei Dominico, aber der war halt einfach auch nur ein sehr zurückhaltender, der hat halt nichts gesagt und sich, er hat halt alles mit sich machen lassen und Dulmagus eben nicht. Schlussendlich hat Meister Rylos aber eigentlich nur dieses Elixier entwickelt, um ihm zu helfen. Aber das wusste wahrscheinlich Dulmagus auch einfach selbst nicht. Hätte auch alles anders kommen können. Aber okay. Natürlich gibt es noch weitere Ziele und wir gehen als nächstes zu Alexandria. Auch dort sollte es noch eine interessante Sequenz geben, die wir uns nun ansehen können. So, da wären wir nun wieder. Und wir müssen mal hoch zur Villa. Die schöne Heimat von Jessica wieder. Mir gerade kommt, ich glaube, hier gibt es ja noch ein Kostüm. Ich weiß nicht, ob ich das mitgenommen habe damals. Da muss ich auch mal kurz schauen. Wenn wir schon mal hier sind. Eigentlich bin ich für was anderes da, aber das kommt mir gerade so. Das wäre vielleicht auch noch ganz nett. Mal sehen. Könnte sein, dass ich mir das damals schon geholt habe. Hab das gerade gar nicht so sehr auf dem Schirm. So, da drüben müsste ihre Mutter sein. Mit ihr müssen wir, glaube ich, sprechen. Aber ich gehe mal ganz kurz in dieses Zimmer. Ach ja, ist ja auch ein ganz schönes Zimmer, was sie da hat. Wir haben aber, glaube ich, damals auch... Ja, den goldenen Schleim habe ich auf jeden Fall fotografiert. Das heißt, ich habe mich schon umgesehen. Trotzdem sehe ich jetzt hier mal nochmal nach. Ah, nein, da ist es ja.
Kleidung Jessicas. Genau. Das kann man nämlich auch verpassen. Dementsprechend war das jetzt ganz gut, dass ich noch mitgenommen habe. Wunderbar. Und dann sehen wir uns doch mal eine weitere Sequenz an, würde ich sagen. Reden wir mal mit ihr hier. Jessica, when did you get back? Die würde sie jetzt auch fragen, WTF, warum rennt die in diesen Outfit rum? Was stimmt mit der nicht? Oh Mann. Just now. But I've got to leave again straight away. I still haven't dealt with the person responsible for Alistair's death. I'm sorry. No. That's all right. You do what you have to do. Just make sure you come back when it's all taken care of. I have something I should like to give to you. Please, come this way. This is... This is Alistair's. This was my son Alistair's armor. I want you to have it. I'm sure it will be of use to you on your travels. He wouldn't have wanted it to sit here gathering dust. He would have wanted it to be used. Mom! It's what he would have wanted, Jessica. Thank you. Chris erhält Alistairs Rüstung. Ach, das war's auch schon. Die müssen wir uns gleich mal kurz ansehen. Jessica, du bist zurück. Hast du auch gesehen, wie der Himmel in Flammen stand? Ich glaube, es war ein schlechtes Omen. Die Welt wird untergehen. Alles geschieht so, wie es die Urahnen vorausgesagt haben. Wir werden nun alle sterben, auch du und ich. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir Alistair wiedersehen. Meine Güte. Oh, verflucht nochmal. Warum gibst du so schnell auf? Keiner von uns wird zu Alistair gehen. Dafür werde ich schon sorgen, Mutter. Das schwöre ich. Ich werde kämpfen und ich werde... die Welt retten, wart nur ab, du wirst schon sehen. Jessica, du und Alistair, ihr kommt beide nach eurem Vater, das ist sicher. Tu, was du für richtig hältst, Jessica. Ich kann nur nichts anderes tun, als an dich zu glauben. Ah ja, gut, diese Sequenz war ja relativ kurz und überschaubar. Aber natürlich auch ganz nett. Jetzt haben wir Alistairs Rüstung. Ich muss mir das wirklich jetzt mal kurz ansehen, wenn wir jetzt draußen sind hier. Was kann die denn so, ha? Also erstmal, Jessicas Kleidung ist nichts Außergewöhnliches, aber es hat einen optischen Effekt eben. Rüstung Alistairs. Okay. Ganz nett, aber jetzt auch nicht so spektakulär oder so. Ganz okay. So. Ein Orb müsste im Turm von Alexandria sein. Das dürfte praktisch das sein, wo man am längsten braucht. Deswegen werde ich beim nächsten Mal dort anfangen, direkt. Was ich jetzt aber erstmal machen werde, ist nochmal den Rang X zu probieren. Das steht natürlich noch auf meiner Liste drauf. Das ist noch sehr wichtig. Wir probieren es noch einmal mit einem optimierten Team, dass das hoffentlich auch auf die Reihe bekommt. So, und dafür muss ich ein bisschen was anpassen. Im Allgemeinen, unsere Monster müssten ja alle wiederbelebt werden. Okay. Das kann er nicht direkt machen. Hätte auch mal sein können, wollte ich nur mal kurz nachschauen. Moment, Monster-Team da unten, alles klar. Mitglieder auswechseln. Wir nehmen mal das hier. Hier muss auf jeden Fall Octurion rein. Und Moment, das hier kann ich so gerade nicht übernehmen. Wir machen das mal so. Einfach mal kurz ausgetauscht, so Prügelknaben. Nee, du... ist noch richtig. Genau, so sollte das Team erstmal aussehen. Das sollte ordentlich Wumms drauf haben. So, ab nach unten. Einmal können wir es nochmal probieren. Ich glaube, es kostet nämlich 5000 Gold, oder? Oh Mann, ey. Viel zu viel. Ich hoffe, es waren jetzt nicht 10.000. Stopp, das hier ist falsch. Wo kann ich nochmal wiederbeleben lassen? Ich glaube, ich muss jetzt nochmal zu Mori rüber, oder? Ist der dann wieder drüben? Ah ja, genau. Da ist er auch schon. Ha, 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 er tretet wieder in Erscheinung. Sie, Champione.
Himmlischer Fürst der Arena, zeigt uns eure Macht in meiner Monstergrube. Lasst alle Monster des Champions wieder auferstehen. Ha, perfekt. Mit dieser Musik. Nun gut. Sehr gut, alle wieder am Leben. Das war sowieso längst mal notwendig. Und für Raptorns Zweitphase sollten wir auch nochmal mit Monsterteams vielleicht arbeiten. Also, sehen wir doch mal. Mit den Prügelknaben. Ja, 5000 waren es genau. Dann müssten wir es allerdings auch auf Anhieb schaffen. Na, jetzt bin ich doch mal gespannt. Das könnte natürlich so eine Sache werden. Das wird auf jeden Fall verdammt tough. Ladies and gentlemen, the Monster Arena is proud to present a Rank X battle. Let's give the team owners a big hand. The first round is about to begin. In the red corner, we have our Heroes Monster Team. In the blue corner, captained by Bangers and Mash, Alexandria's Infant Avengers, it's the Bash Brigade. It's a historic hoedown of a showdown. Let's get it on! Da geht das auch schon los. Mal sehen, wie sich dieses Team so behaupten kann. Hoffentlich recht gut. Und konzentriert euch bitte mal ein bisschen mehr auf einen, wenn es geht. Dass ihr da mal ganz gut vorankommen. Wie man sieht, tun die das schon mal nicht. Das ist natürlich großartig. Ja, es kann ganz witzig werden. Ich sehe schon. Ach du Schande, da geht's nämlich wieder los. Octurion greift leider nur an. Das wird so, glaube ich, auch nicht. Der ist nämlich bald tot. Oh, super. Ja, die heilen sich, aber unser Octurion wollte sich nicht heilen. Okay, das war's. Ist gelaufen, wow. Geil, das ist wieder ein Glück, das ist unfassbar. Das ist ja eigentlich ein empfohlenes Team für Rang X, aber... ja, wenn man keinen Heiler mehr hat, dann war's das, ne? Das ist eigentlich immer so. Im letzten Mal ist auch der Heiler direkt gestorben. Der sollte jetzt eigentlich etwas robuster sein, aber so wird das natürlich auch nichts. Muss man halt auch sagen, ich sag's ja immer wieder, es ist halt sehr, sehr viel Glück vonnöten. Das war beim letzten Mal auch schon das, was ich gesagt habe. Ja, ich meine, man sieht, die können gut auszahlen. Wir haben jetzt auch die erste Runde, aber den Rest schaffen wir ohne Heiler garantiert nicht. Den braucht man halt. Wenn der überlebt, okay. Absolutely wild! And now, it's time for round two of the Rank X contest. The teams are ready to go. The fans are ready to go. Heck, I'm ready to go. Let's hear it for round two. In the red corner, we have our Heroes Monster Team. In the blue corner, captained by Cash and Carry, the bickering brats from Baccarat. It's double or nothing. It's a historic hoedown of a showdown. Let's get it on. Ja, zumindest sehen wir Team zweimal. Ich werde dann einfach, glaube ich, offscreen ordentlich Gold nochmal farmen. Ich werde es damit auch nochmal probieren mit dem Team, weil wir brauchen eigentlich nur einen Heiler, das ist alles. Wenn das nicht klappt, dann hat man halt Pech gehabt, aber das hast du halt überall so. Und nein, ich werde auch kein Golem-Team nehmen, das Golem-Team ist eins der schlechtesten für Rang X. Das ist noch mehr Glück, was man dafür braucht. Weil es auch schon passieren kann, dass die sich gar nicht erst fusionieren können davor. Oder man wartet einfach nach dem Durchspielen, dann dürften noch viel mehr Monster zur Verfügung stehen. Das geht natürlich auch. Dann sollte es recht leicht sein mit den Monstern, die man zusätzlich bekommt, die noch ein bisschen besser sind hier und da. Dann könnte man auch was austauschen. Aber gut, ich meine, so oder so, ich hau, glaube ich, alle mal hoch auf Level 45 noch offscreen. Das heißt, Geld farmen, Level 45 will ich schon haben für den Boss. Mehr ist, denke ich, nicht nötig. Außerdem will ich auch, dass es doch noch eine gewisse Challenge ist, sonst
langweile ich mich nur. Das hat schon gereicht, dass Marcello und Rapthorn relativ easy waren. Zumindest die erste Form. Und ich meine, es kommt ja auch nach dem Ende wahrscheinlich noch einiges dazu, wo man so oder so trainieren muss. Deswegen trifft sich das doch ganz gut, würde ich sagen. Dann mache ich das so. Das heißt, genau, der Plan steht fest und beim nächsten Mal werde ich beim Turm von Alexandria an der Spitze starten. Aus dem einfachen Grund, dass dieses Orb einfach lange braucht. Das müsste ich sowieso cutten. Außerdem wollten wir zusehen, wie ich schon wieder diesen Turm erklimme. Nach dem dritten Mal, glaube ich, oder so. Ich glaube schon, oder? Dreimal muss man hoch. Oh Mann. Ich schaue nochmal kurz in der Fotosafari-Fibel. Haben wir eigentlich noch irgendwas Neues bekommen, oder? Nee, es ist überschaubar. Ist immer noch das Gleiche hier. Diese beiden Dinger muss ich noch machen. Alles klar. Reicht aber sowieso nicht aus, um den Riesentroll zu vervollständigen. Das heißt, der Rest wird wahrscheinlich auch erst nach Beenden des Spiels freigeschaltet bei der Fotoquest, so wie das aussieht. Also sind wir schon fast überall durch. Eigentlich ist auch Rang X so ziemlich das Einzige, was uns wirklich noch fehlt an optionalen Zeugs. Sonst haben wir es eigentlich größtenteils. Und so oder so muss ich noch ein bisschen was alchemistisch machen. Wir haben ja noch einiges bekommen, auch beim Altar von Vroth. Aber gut, ich meine, Chugga-Roth war wirklich ein bisschen ein Schlappschwanz. Das war ja gar nichts, so ziemlich. Oh je. Naja gut, aber ich glaube, es wird schon nochmal richtig schwierig dann. Draguvianer-Prüfung und so, davon habe ich schon gehört. Es wurde mir schon in die Kommentare geschrieben und so. Da bin ich sehr gespannt, was mich da optional erwarten wird. Nun gut, das heißt, die Kugelsuche wird weitergehen danach. Und insofern, Leute, natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 8.